Hallo, ich bin Jürgen Zwickel, dein mentaler Potenzialmaximierer und dein Begleiter zur Stärkung deiner Persönlichkeitsfitness. Schön, dass du in dieses Video hineinschaust, denn in diesem Video geht es heute um das Prinzip von Ursache und Wirkung. Bleibe also bei diesem spannenden Thema dran. Das Prinzip von Ursache und Wirkung. Was steckt jetzt hinter diesem spannenden Lebensgesetz? Dazu ein kleines Beispiel. Stell dir mal vor, du würdest dir jetzt mit einem Hammer auf den Finger klopfen. Was passiert dann? Ich bin mir sicher, dass dein Finger schmerzen wird. Und das ist ein ganz einfaches Beispiel, das das Prinzip von Ursache und Wirkung aber sehr treffend erklärt. Denn die Ursache war der Hammerschlag, der schmerzende Finger ist die Wirkung aus diesem Hammerschlag. Und das können wir komplett auf unser Leben übertragen. Jeder von uns, du und auch ich, leben jeden Tag nach dem Prinzip Ursache und Wirkung. Deine körperliche Fitness ist letztendlich die Wirkung, doch die Ursache setzt du mit dem, wie du dich bewegst und wie du dich ernährst und wie du mit deinem Körper umgehst. Auch da können wir dieses Prinzip wunderbar darstellen. Und deine Ergebnisse und deine Erlebnisse sind die Folge deines Verhaltens. Letztendlich ist aber die Ursache deines Verhaltens deine Gedanken und deine Emotionen. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann gilt es doch, uns immer wieder zu fragen, welche Wirkung erzeuge ich durch meine Gedanken und durch meine Emotionen? Denn dort liegt die Ursache für dein Verhalten und für deine Erlebnisse und für deine Ergebnisse. Und das bedeutet, wenn du in deinem Leben, im beruflichen und auch persönlichen Leben, derzeit Ergebnisse hast, die dir nicht so gefallen, sei ehrlich zu dir und frage dich, welche gedanklichen und emotionalen Ursachen habe ich gesetzt, damit diese Ergebnisse in der Wirkung entstanden sind? Und wie kann ich diese Ursachen verändern, damit sich dann auch die Wirkung verändert? Ja, es braucht dazu ein Bewusstsein, eine Ehrlichkeit und eine Offenheit uns selbst gegenüber. Und es bedeutet vor allem auch, dass wir nicht mehr so oberflächlich mit uns selbst umgehen, sondern tiefer gehen, uns bewusster reflektieren, uns auch Zeit zum Nachdenken geben und uns auch immer wieder selbst in Auszeiten führen, in denen wir diese wichtigen Punkte immer wieder auch offen für uns selbst gestalten und klären können. Und mit diesen Gedanken will ich dich aus diesem Video verabschieden. Mache dir zukünftig dieses Gesetz Ursache und Wirkung immer stärker bewusst und gebe dir auch Zeit und Möglichkeiten, damit du deine Ursachen und deine folgenden Wirkungen für dich erkennen und gegebenenfalls verändern oder auch verstärken kannst. Und dafür wünsche ich dir zukünftig alles Gute, viel Erfolg. Vielen Dank, dass du in dieses Video hineingeschaut hast und ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin alles Gute und denke immer daran, bei allem, was du tust, da geht noch was. Entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. We'll be right back.